Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem Drogerie First Impression Video. Ich habe hier verschiedene Produkte aus der Drogerie und werde mich damit schminken. Ich hoffe, dass es ein hübscher Look wird. Und werde schauen, wie sich das Make-up im Laufe des ganzen Tages macht. Und werde dann die Sachen bewerten und euch sagen, was ich davon behalte und was nicht. Was ich empfehlen kann und was eher nicht so. Und alle Produkte sind in der Infobox verlinkt, falls ihr sie kauft. Kauft sie gerne dort. Ich weiß gar nicht, ich habe so ein Affiliate-Programm für Influencer, aber ich glaube, das ist gar nicht bei der Drogerie. Das ist halt so, wenn Sternchen davor ist und du kaufst es über den Link, dann bekomme ich eine kleine Provision, aber alles hiervon ist selber gekauft. Außer die Maxim-Sachen, die habe ich auf dem Event geschenkt bekommen. Aber ansonsten, ich verlinke euch alles. Ihr seht ja hier die Preise eingeblendet, die Produkte und. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken, lasst uns anfangen, die Drogerie-Sachen auszupacken und ein Make-up. Mann, ey, das hätte so ein cooler Rhyme werden können, wenn mir jetzt was eingefallen wäre, auf auszupacken. Naja. So, Digis, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sag euch ehrlich, die letzten zwei, drei Lidschatten-Looks, die ich bei Videos hatte, fand ich immer doof. Ich war immer unzufrieden. Weil ich kann es ja eigentlich. Es ist immer dramatisch und schwierig, aber ich kann es so. Nicht wie der heftigste Profi, aber egal. Wir konzentrieren uns auf das Gute und hoffen, dass es jetzt etwas Gutes wird. Wir fangen an mit einem Color Correcting Concealer von Makeup Revolution in der Farbe Weiß. Das Heftige an diesem Produkt ist, ich habe den am Anfang meiner YouTube-Karriere. Ja, ist ja echt eine Karriere. Krass eigentlich, ne? Mittlerweile habe ich den immer gerne als Eyeshadow Primer benutzt. Und das ist auch ein Produkt, was von vielen als Eyeshadow Primer empfohlen wird. Und ich habe den so gefeiert, aber jetzt habe ich ihn mir nochmal geholt, weil ich hatte keinen Eyeshadow Primer mehr. Und in der Drogerie gibt es jetzt auch nicht so viele. Und viele, die ich getestet habe, fand ich auch sehr schlecht. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob ich ihn immer noch empfehlen kann oder ob sich da wirklich meine Interessen anderweitig, ja, ob sie einfach woanders liegen, so dass ich das jetzt nicht mehr so feiere. Aber ich weiß, dass viele den gerne benutzt haben als Eyeshadow Primer, weil darauf Lidschatten immer ganz schick sitzt und so. Aber ich weiß auch, dass ich Weiß immer sehr heftig fand. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt auch so gemacht. Früher habe ich einfach mit dem Pinsel bam bam. Ich habe ja eh immer das Problem, dass ich meistens zu viel Produkt benutze. Aber schauen wir mal. Das arbeiten wir jetzt erstmal ein bisschen schön mit dem Beauty Blender ein. Spannend. Spannend, dass das mal einer meiner Lieblings-Eyeshadow-Primer war. Also, wenn ich ihn jetzt so angucke, fühle ich ihn gar nicht. Aber ich finde ihn sehr... Er ist creamy, aber er sieht so aus, als wäre er voll eingetrocknet und... Nee. Naja. Ich habe jetzt hier die Lidschattenpalette von Maxim einmal ein bisschen geswatcht. Das ist die Galaxy by Maxim Palette. Und... Ich bin sehr unentschlossen, was ich hier für einen Look zauber. Das ist halt auch, also die Palette ist in schöne Farben, aber ich persönlich mag andere Farben lieber. So, ne, ich bin ja dieser Rot, Orange, bla bla bla, dieser Typ bin ich halt so, ne, Gold, in diese Richtung. Aber für das Motto Galaxy ist das eine richtig geile Palette mit sehr, sehr schönen Farben. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal, was ich hier zaubern kann, ob ich was zaubern kann. Ich gehe jetzt erstmal in diesen Ton, weil den fand ich sehr, sehr schön. Das ist die Farbe 2. Und gehe hier oben einfach entlang. Schauen wir mal, was vielleicht hier draus wird. Achso, wundert euch nicht, ich habe meine Augenbrauen mit meinem favoriten Augenbrauenstift schon mal ein bisschen unten nachgezogen. Sehr schöner Schimmerlook mit kleinen Glitzerpartikelchen. Aber die sind so süß und elegant, dass sie mich nicht stören. Ich mag das nämlich nicht so gerne. Wenn du jetzt Lidschatten hast und hast du tausend so Glitzerpartikel, ist nicht so meins. Aber hier, seht ihr das? Sehr schön. Ich habe dieses Rosé mit diesem Schimmer auch so ein bisschen hochgezogen, weil ich finde, das ist etwas sehr Schönes, sehr Weiches. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt gehe ich in diesen Ton, das ist die Farbe 6, weil das auch ein sehr schöner, leichter lila Ton mit bisschen Schimmer ist. Eigentlich lila ist so ein Make-up-Ton, den ich persönlich gar nicht so krass nutze, weil ich ihn nicht so feier, aber weiß nicht, hier finde ich ihn sehr schön, gerade auf dem Swatch hat er auch so ganz leichte Schimmerpartikelchen. Also man muss ihn hier schon ein bisschen, also das ist jetzt kein Ton, wo du einmal reingehst und er ist direkt bam da. Das sind halt die Töne, die ich persönlich am liebsten mag. Man muss ihn schon ein bisschen aufbauen, aber manche also mögen das halt mehr. Da kommt es dann auch wirklich drauf an, was hast du für Vorlieben. Manche gehen gerne in einen 10-mal rein und bauen das nach und nach Schritt für Schritt auf. Dann kannst du auch oft saubere, schöne Looks haben. Ihr wisst, ich bin ja manchmal so ein kleiner Schlumpi und Dramatiker hier, aber ich persönlich mag das, wenn man halt nicht so oft reingeht, er direkt krass da ist und man halt dafür einfach mehr verblendet oder so. Ist natürlich ein sehr leichter Schimmerton hier. Ich weiß nicht, ob das sogar zu hell ist, ob ich den irgendwie ein bisschen dunkler mache. Ich habe ja so einen anderen lila Ton, aber der ist auch nicht so. Nee, der wird da, glaube ich, was Schönes rausnehmen. Aber so schwarz natürlich auch sehr... Ich
gehe nochmal hier, ich gehe nochmal bewusst mit dem Pinsel, damit sich das so ein bisschen mischt hier in den schwarzen und dunkel das mal hier so ein bisschen aus. Okay, der Dunkel ist gar nicht schwarziger, das ist so, oder? Nee, so ein ganz leichter blauer Ton mit drin, ne? Damit das hier mal so ein bisschen, wir wollen ja nicht nur hier leicht Flieder süß, sondern wir wollen es ein bisschen haben. Ich blende hier mal erstmal ein bisschen rum, das dauert hier. Doch, Digis, das hat schon mal echt gut was ausgemacht, dass ich mit dem Dunklen hier außen hingegangen bin. Wartet ab, ich reinige das gleich nochmal. Es hat dem Ganzen Tiefe gegeben und jetzt gehe ich in diesen schönen lila Ton und dadurch ist er nochmal um einiges poppiger. Also, ich finde halt nach wie vor, lila ist nicht so meine Farbe, aber sehr schöne Töne. Also, die haben halt so ein bisschen auch was Besonderes, ne? Nicht so diese Standard-Glitzer 0815-Geschichte, sondern manche davon sind echt so wie dieser lila Ton oder dieser Rosé-Ton, dass sie für mich persönlich was echt Schönes haben. Und da passt diese Galaxy-Motto-Geschichte auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt als letztes in diesen Ton hier. Den fand ich sehr poppy. Also, ich meine, für den Preis, das ist natürlich auch sehr günstig für die Drogerie, ist schon cool. Von der Qualität passt auf jeden Fall. So, geht besser, geht schlechter, muss man halt dazu sagen. Das kommt halt auf die Vorlieben an, ne? Also, man muss auch ein bisschen wissen, wie man mit den Farben, glaube ich, umgeht. Ihr wisst, mir ist egal, was da Sache ist. Hauptsache, ich bin happy. Zum Beispiel mit dem Lila. Also, manche sind eher geht so pigmentiert. Dafür sind andere richtig, richtig nice, sehr schön zu verblenden. Also man kann da schon was Schönes draus zaubern. Muss halt überlegen, so 4,99 für 9 Farben ist halt auch. Ich kenne Paletten, die kosten 20 Euro, die sind viel schlechter. Ich kenne welche, die sind... Digga, was habe ich hier gemacht? Ich bin hier schwarz. Naja, machen wir erstmal weiter. Wir wollen ja auch sehen, wie sich das Ganze im Laufe vom Tag macht. Ich mache mich jetzt erstmal hier überall sauber. Ich bin jetzt ein bisschen zu hoch gegangen für meinen Geschmack mit dem Reinigen vom Ganzen, aber wir checken das mal ab. Wisst ihr, was mir eine Followerin schrieb und das werde ich ab jetzt auch wirklich so machen? Ich benutze jetzt einen Primer aus der Drogerie, was wir testen, und einen Primer von mir, der ein Favorit ist, weil es gibt bestimmte Primer von mir, die ich habe, die funktionieren mit jeder Foundation. Die habe ich mit 30, 40 Foundations gemischt, es funktioniert. So, und manchmal teste ich ja in einem First Impression Video einen Primer von der Drogerie, der funktioniert aber nicht mit jeder Foundation und dann, ich kann einfach noch besser bewerten, wie gut der Primer ist und wie gut die Foundation ist, wenn ich es voneinander getrennt mache. Das heißt, ich benutze jetzt rechts einmal einen meiner allerliebsten Primer. Das ist der Nabla Angel Aura Primer. Den habe ich von meinem Partner Purish. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber ich erzähle euch halt trotzdem davon, weil das halt mein Favorit ist. Das ist der heftigste, einer der heftigsten drei Primer, die ich kenne. Du kannst ihn auch ungeschminkt benutzen. Du hast dann einen schönen, gesunden Glow. Er funktioniert für jede Haut. Er funktioniert mit jeder Foundation. Er ist super ergiebig. Ich glaube, das ist meine vierte oder fünfte Flasche. Ich verlinke ihn euch in der Infobox und ich schreibe euch auch einen Rabattcode hin, weil ich habe von Purish einen dauerhaften Rabattcode für ihren Online-Shop. Ich schreibe jetzt hier auch sicherheitshalber Werbung hin, weil es ist ja Werbung, auch wenn es keine bezahlte Werbung ist, aber dass ihr einfach da Bescheid wisst, dass das mein Favorit ist. Würde ich nichts dazu sagen, würden jetzt viele fragen, woher, welcher ist das, wo kriegt man den bla, so wisst ihr einfach direkt Bescheid. So, merkt euch, Piercing-Seite ist also mein heftiger Primer, der mit allem funktioniert. Und jetzt Hände einmal reinigen und dann benutzen wir von Maybelline den Baby Skin Instant Pore Eraser. Porenverschwinder, Lasser, ne? Primer. Ah, das ist so ein, oh, die Silikonbasis, ne? Das ist so dieser silikonmäßige Primer. Oh. Oh, ich mag diese Silikonprimer auch nicht so gerne. Also darüber habe ich sogar letztens noch mit Jasmin von New Faces Beauty gesprochen, als ich diese Make-up-Schulung hatte. So diese Silikonprimer, ja, sieht jetzt alles schön smooth und glatt und alles aus. Ja, aber dann packst du Foundation rauf und dies und das und meistens verschmierst du ja alles, weißt du? Und dann wird es halt cakey. Deswegen, also ich mochte diese Silikonprimer-Dinger noch nie. Das ist halt wirklich, du merkst richtig, ja, die Poren sind weg. Hier sehe ich viel glatter und porenfreier und sonstiges aus. Das ist halt eine der Feuchtigkeit spendet, ein bisschen Glow gibt, ein bisschen die Poren korrigiert. Hey, wo kommen diese ganzen Kack-Glitzerpartikel jetzt auf einmal her, Mann? So große auch. Niemand weiß. Ich habe ja auch nicht... Also seht ihr das hier, hier, hier? So, jetzt wasche ich einmal die Hände. Ich mag nicht das Gefühl von Primern gar nicht an den Händen. Und dann geht's hier weiter im Programm. Als nächstes habe ich hier einen Concealer. Und zwar Bye Bye Dark Circles Concealer mit Hyaluron für einen natürlichen Look, weich gezeichnet und aufhellend von Judith Williams. Ach okay, der hat so einen Applikator. Interessant. Wirkt sehr leicht. Also da bin ich gespannt, wie viel Deckkraft er hat, weil er wirkt so leicht bis mittel vom Gefühl her. Und was ich zum Beispiel viel mache seit dieser Make-up-Schulung, die ich in Berlin hatte, ist dieses Tupfen da auftragen. So hast du halt auch nicht so viel Risiko, dass du jetzt
so viel, wie jetzt auf der Silikonseite, unnötig verschmierst und es dadurch cakey wird. Ja, okay, natürlich deckt der Concealer jetzt so ein bisschen ab, aber bei so einem krassen Make-up-Look, also finde ich immer, ist eine höhere Deckkraft irgendwie besser, weißt du? So, weil das ist dann viel künstlicher Kram auf dem Auge und dann sollte es darunter, dann weißt du, ich finde das dann persönlich schöner, wenn einfach eine größere Deckkraft da ist, damit das Ganze so ein bisschen zusammenpasst. Ja, schon eine sehr leichte Deckkraft, muss ich auf jeden Fall sagen. Also man sieht schon noch einiges an Augenringen. Ist vielleicht dann eher wirklich für so einen leichten Make-up-Look. Aber fühlt sich angenehm auf der Haut an, sehr leicht auf der Haut. Nicht so pastenartig, fettig, irgendwas, sondern sehr angenehm leicht. Das mag ich schon mal gerne. Dann kommt jetzt die Foundation. Als Foundation habe ich hier von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Da bin ich sehr gespannt. Ihr müsst natürlich auch hier wissen, ich habe eine trockene Haut, die zu Unreinheiten neigt. Manche mögen diese Foundation bei trockener Haut, aber es ist eher eine Foundation, die mattierend ist, water- and sweatproof sein soll. Da bin ich natürlich gespannt, wie sie sich bei mir macht, weil es wurde halt trotzdem von meinen Followern gefragt, ob ich sie mal testen kann, auch wenn ich eher trockene Haut habe. Deswegen einfach als Info für euch. Hier siehst du schon direkt, wenn du sie aufträgst, dass sie eher so ein bisschen mehr Deckkraft hat, dafür aber jetzt auch nicht so super leicht ist auf der Haut. Also das ist dann halt, wenn Foundations eine stärkere Deckkraft haben, haben sie natürlich auch mehr Pigment in sich und dadurch sind sie dann nicht so super leicht auf der Haut. Das ist halt eine sehr, sehr gute Foundation für ölige Haut. Also habe ich jetzt zumindest sehr, sehr oft so gehört. Weil manchmal hat man auch Foundations, die für ölige Haut sind oder was weiß ich. Zum Beispiel diese Maybelline Fit Me Foundations klappen bei mir auch richtig, richtig gut, obwohl es welche gibt für ölige Haut und für normale bis Mischhaut oder normale und trockene. Also das heißt nicht immer, dass sie nicht unbedingt bei dir funktioniert. Das kommt dann halt auf viele Faktoren an. Ich finde sie, na Gott sei Dank habe ich diesen Primer-Test gemacht, das macht viel aus. Ich finde sie halt, ja, das hat für mich jetzt nicht ein sehr schönes Finish einfach. Es ist kein schöner Glow da, ist aber auch keine schöne Mattierung da, es ist keine krasse Abdeckkraft da. Also ich empfehle sie für ölige Haut, aber so für mich persönlich, ich weiß, ich mochte sie vor einigen Jahren echt gern, aber wenn ich jetzt so gucke, hat sie für mich nichts, wo ich sage, oh, das spricht mich jetzt super stark an gerade, weißt du, wie ich meine? So, wir haben jetzt hier den Silk Sun Glow Bronzer von Trended Up. Das ist einfach so ein Produkt, das habe ich gekauft, keine Ahnung. Ich kenne es noch nicht, ich habe keine Erfahrung, also kaufe ich es für meine Videos. Weil mittlerweile habe ich halt echt mit vielen Produkten bei DM Erfahrung. Ich habe mit mehr Produkten Erfahrung, als ich es nicht habe. Und jetzt kaufe ich einfach oft nur so Sachen und gucke, okay, kenne ich das? Nein, okay, dann nehme ich es mit zum Testen. Das hier ist die Farbe 020. Die ist für mich fast schon ein bisschen zu orange. Ist aber ein sehr leichter Bronzer, also lässt sich sehr schön leicht verteilen. Fühlt sich sehr leicht und angenehm auf der Haut an. Hat einen ganz leichten, feinen Glow. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Catrice Bronzer, ne? Der mein Favoritenbronzer in der Drogerie ist. Der, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ihr kennt ihn vielleicht, er hat so eine Baked-Form. Sehr angenehm, sehr schön aufzutragen. Ein ganz leichter, schöner, sonnengeküsster Glow. Mag ich. Jetzt habe ich hier von Catrice den Air Blush Matte Blush Rouge. Sieht nicht nach so viel aus, ist aber schön pigmentiert. Auch sehr schönes Finish. Also Air Blush erinnert mich an Airbrush. Sehr schöner, gesunder Glow, mag ich. Einige der Produkte hier sind doch eher für so einen natürlichen Look, finde ich. Auf jeden Fall der Concealer, Rouge, Bronzer. Aber hier sehr, sehr angenehm. Also so schöne Farbe. Das ist die Farbe 110 Peach Heaven. Jetzt nehmen wir einen Highlighter. Da haben wir hier von Maxime den Skin Enhancer. Farbe Level Up. Bisschen trocken in der Art. Also ja, also manche würden jetzt sagen, hä, ja, ist ein Puder. Klar ist er trocken, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. So, es gibt Highlighter, die tust du drauf. Die sind alle aus Puder, aber die fühlen sich nicht so pudrig-mäßig an. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Da kommt es halt auch immer drauf an, welche Art von Konsistenz man tatsächlich mag. Schöner Glow. Für meinen Ton fast schon ein bisschen zu hell, aber das ist auch mal je nachdem, wie künstlich du das magst oder sonstiges. Aber auch hier, schöne Sache auf jeden Fall. Schöner Schimmer. Und was haben wir denn jetzt? Jetzt habe ich hier, oh, das könnte jetzt alles versauen, Digga. Ich habe hier jetzt so einen Liquid Ink Liner Waterproof in der Farbe Braun von Essence. Bitte verkack nicht meinen Look. Und dann die Farbe Braun ist natürlich nicht so schimmrig, aber egal, wir probieren es einfach mal. Einfach für, um zu sehen, ob dieser, okay, ich halte mal komplett meinen Maul. Wir wollen gucken, ob er gut ist und wenn er das jetzt versaut, wäre echt schade, weil ich laufe den ganzen Tag mit dem Look rum. Oh, man muss schon ein paar Mal reingehen, damit er eine gewisse, also damit er durchgehend die Farbintensität behält. Oh, sehr schöne Spitze zum Arbeiten, aber für solche Eyeliner, wie ich das hier mache, braucht er sehr viel Feingefühl.
Scheiße, sieht irgendwie kacke aus. Egal, machen wir es auch mal auf der anderen Seite. Wow, Diggis, ich habe was richtig Dummes gemacht. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Wow, krass. Seht ihr das? Ich habe hier den Eyeliner komplett so gezogen über das Schwarze. Und hier habe ich ihn in meiner Lidfalte gezogen. Das heißt, ich habe zwei komplett verschiedene Eyeliner-Höhen. Das zu retten, oh, jetzt muss ich zwei draus machen, habe ich noch nie gemacht. Also seht ihr das? Seht ihr? Der ist ganz fresh, aber der hier ist komplett, das war so dumm, das war so zwei verschiedene Höhen, weil ich so nervös war, dass das jetzt das versaut. Okay, kein Plan, wie ich das machen soll. Gar keine Ahnung. Okay, wir machen erstmal den hier, dann können wir den anderen dem hier anpassen. Oh, krass. Das noch nie gemacht, was ich hier gerade mache. Keine Ahnung, und das macht so viel aus. In der Augenform. Komplett reingeschissen. Oh, wehe, du hast keine gute Qualität. Wehe. Guck mal, ich hab komplett reingeschissen. Was ist das? Oh, das laufe ich auch den ganzen Tag so rum. Ich hab nämlich immer meine Make-ups den ganzen Tag, damit ich euch zeigen kann, ob sich das wirklich lohnt, wie es am Ende des Tages aussieht und. Sieht schon sehr unterschiedlich aus, finde ich. Ja, okay, komm, dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, kann man mit leben, ne? Was soll ich denn jetzt machen, ey? Okay, mit dem Essence Eyeliner lässt sich echt gut arbeiten, wobei ich halt andere Spitzen lieber mag. Also ich mag eher so feste Filzspitzen, die aber gut Farbe abgeben und gut pigmentiert sind. Okay. Ist okay, konnte man jetzt halbwegs retten. Er hätte jetzt auch, den ganzen Look versaut, dann wäre jetzt alles umsonst gewesen. Als nächstes gehen wir jetzt einfach in diesen Lila-Ton und gehen unterm Auge entlang. Ganz bisschen einfach, damit man da nochmal so ein bisschen die Farbe von oben wieder sieht. Kein großes Tamtam. Oh, der Concealer kriecht jetzt schon in die Falten. Also bei beiden Primern. Also ich wüsste auch keinen, der gar nicht in die Falten kriecht. Mit viel Technik und so bei mir vielleicht ja. Du darfst auch nicht vergessen, wenn du manchmal so Videos siehst von manchen Schminkleuten und so. Wenn da nichts in die Falten kriecht, Digga, wenn du hier überall halt gespritzt bist, dann hast du auch keine Falten, wo was reinkriechen kann. Dann ist ja deine Grundbaufläche schon mal was ganz anderes, ne? So. Ich habe jetzt hier für meine Augenbrauen von NYX Fill and Fluff Amazing Fluffing Brush. Durchsichtig, also geht es einfach nur darum, wie gut das Wachszeug hält. Diggis, ich habe gerade in den Spiegel geguckt, seid ehrlich. Sehe ich aus wie Ozzy Osbourne? Also, Bruder. Egal, wir machen weiter. Wir ziehen das jetzt durch. Mach die Arschlochpackung auf. Ich reg mich langsam auf beim Schminken. Ich reg mich auf, weil ich mich halt so gefreut habe, dass das jetzt so schön wird. Also schön werden könnte. Und dann wegen... Och, egal, wir regen uns nicht weiter auf. Du hast bei diesem NYX Eyebrow Pencil halt so eine ganz feine Bürste. Nicht diese Standardbürsten, die man so hat, sondern wirklich so eine ganz feine, mit der du dann so das so ein bisschen in Form bürsten kannst. Ja, und dann durchsichtiger Stift. Was ist der Sinn von diesem Stift? Ist es eher wachsmäßig? Ja, okay, das soll jetzt ein minimaler Wachs sein. Oder mein Name ist die borstige Augenbraue, da wirst du jetzt nicht weit kommen mit minimalem Wachs. Guck mal, wie oft ich hier rüber gehe und diese Arschlochhaare halten nicht. Das ist manchmal auch schwer für mich, ne? Es gibt ja so Marken wie NYX, mit denen würde ich so gerne arbeiten, aber Bruder, ich bin immer ehrlich. Okay, also für meine borstigen, schwierigen Augenbrauen ist der Stift hier definitiv nichts. Also es ist super viele, auch die ganz leichten hier vorne, die er nicht mehr in Form hält. Nee, schade. Jetzt hätte ich das nochmal ein bisschen aufpäppeln können. Oh Mann, ich fühle mich so hässlich gerade. Ich ärgere mich gerade so krass, Mann. Wir hören jetzt auf, uns zu ärgern. Ja, klappt super. Ich gehe jetzt nochmal in diesen... Ja, das ist ja auch eine Mischung hier, ne? Sonst hätte ich da irgendwie... Ja, das so ein bisschen blenden können, dass das nicht so... Ja. Wir benutzen jetzt Fixing Spray. Und zwar von Maxime, Rival Loves Me, das Galaxy Fixing Spray. Riecht angenehm. Okay, beim ersten, hä? Beim ersten Sprühstoß roch es irgendwie so fruchtig, blumig. Beim zweiten nach Gammelfuß. Hä? Irgendwie echt komisch. Beim ersten Mal... Digga, meine Nase ist Gammelfuß. Nein, es riecht einfach beim ersten Mal nach fruchtig frischer Sommercocktail. Und danach riecht es so nach... Also nicht mehr so fruchtig frisch. Also nicht nach Gammelfuß. Digga, was für ein Gammelfuß. Fühlt sich leicht an auf der Haut. So, Sprühstoß ist okay. Trocknen wir das Ganze mal, wa? Krass, Diggis, ich habe richtig einen rausgehauen. Erstmal, das Fixing Spray ist sehr angenehm auf der Haut getrocknet. Also es hat ein schönes Glowy Finish gemacht und das Ganze schön miteinander verschmelzen lassen, gefällt mir sehr gut. Ich dachte mir gerade, komm, zwischen diesen zwei Ozzy Osbourne Eyelinern mache ich einfach ein bisschen Glitzer, um das optisch zu kaschieren. Und ich wollte halt meinen Lieblingsglitzer hier nehmen von Urban Decay. Gibt es nicht mehr, jetzt muss ich Ersatz suchen. Aber dann habe ich dieses Funky Glitzer gesehen, Black Rouge. Ich weiß nicht mal, woher ich das habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist koreanisch. Ich glaube, das ist von dem Yesterday-Video oder so, was ich gemacht habe. Und habe hier dieses ganze funky Glitzer hingetan. Und jetzt habe ich es meiner Meinung nach relativ gut gerettet. So. Also jetzt mit diesen zwei Strichen und dadurch, dass es optisch nicht so gut war und so. Also ich finde, das ist gerade schon... Das hat jetzt echt viel ausgemacht. Ich bin jetzt nur unten noch irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Ich gucke mal, ob ich einen Kajal finde. Das könnte ja auch, glaube ich, gut passen, ne? Ja.
Wow, richtiger Glückspilz bin ich. Ich habe doch meinen YouTube-Planungsraum und da habe ich verschiedene Produkte nach Thema sortiert und nach Drogerie und High-End. Und da habe ich jetzt noch ein Kajalschrift gefunden von NYX, der Epic Wear Eyeliner Stick. Mir geht es hier nur darum, ob er gut in der Haltbarkeit ist oder nicht. Mehr will ich hier gar nicht wissen. Der Epic Ink Liner von NYX ist sehr schön. Das ist einer meiner Lieblings-Eyeliner aus der Drogerie. Sehr schöne Spitze, kann man sehr schön mitarbeiten. Hier gleitet er sehr schön und angenehm über die Haut. Ich will nur wissen, ob er gut hält oder nicht, weil mein Lieblings-Kajalstift aus der Drogerie wurde ja leider aus dem Sortiment genommen irgendwie. Wir haben auch viele meiner Favoriten, richtig ärgerlich, keine Ahnung, was da los ist. Jetzt gucke ich natürlich nach Alternativen. Das Ganze blende ich hier so ein bisschen aus und wir sind auch fast durch mit dem Look. Oh, bin ich froh über diesen Glitzerkram, den ich da jetzt gemacht habe, der das Ganze so ein bisschen retten konnte. Oh, okay, beim NYX-Ding muss man, wenn man den verblendet, der ist schon sehr smooth im Ausblenden. Also da, guck mal, ich habe echt wenig drauf gemacht, so an die Wasserlinie. Und guck mal, wie viel Farbe da ist zum Verblenden. Ich blende das jetzt mal ordentlich aus. Dann kommen die Lippen, dann sind wir auch durch. Alles klar, ist früh am Morgen. Guck mal, wie ich aussehe. So gehe ich dann manchmal raus, einkaufen, die Stars. Ja, ich hätte jetzt eigentlich nochmal mit dem Fixing Spray drüber gehen können, aber ich möchte, dass der Eyeliner hält, weil er hält und nicht, weil ein Fixing Spray da ist. Jetzt gehe ich nochmal drüber mit einer Mascara. Hier habe ich von L'Oreal die Paradise Mascara. So sieht die Bürste aus. Hier will ich halt einfach sehen, macht sie schöne, lange, voluminöse Wimpern oder eher nicht. Bürste an sich sieht sehr spannend aus. Das Wimpernergebnis finde ich gerade, ja, sehr low. Also wenn ich jetzt keinen Lidschatten und so drauf hätte, würde man es noch mehr sehen. Die Wimpern werden jetzt nicht krass schön getrennt. Sie haben halt ein bisschen mehr Länge, gefühlt gar kein Volumen. Wow. Echt jetzt? Oh, eine schöne, geile Mascara hätte bei diesem Look so viel nochmal positiv ausgemacht. Weißt du, wie ich meine? Jetzt habe ich hier so eine, die kaum was macht. Also, oh, ätzend. Sowas ärgert mich dann auch immer. Ich meine, ihr freut euch, weil ihr könnt euch das Geld sparen. Ich habe es dann ausgegeben, bla. Aber, Digga, das Ding ist, ich habe ja auch mittlerweile schon geile, lange, volle Wimpern durch mein Lash-Lam-Serum. Aber wie ist das denn, wenn du kurze, gerade Stummelwimpern hast, was ich ja jahrelang immer hatte? Dann ist dein Ergebnis ja noch viel, viel schlechter als hier. Also, oh Mann, so eine schöne, geile Balm-Volumen-Mascara hätte ich hier nochmal so viel rausgeholt. Ja, und jetzt das ist so eine Mascara, die würde ich halt meiner 13-, 14-jährigen Tochter geben, wenn die anfängt, sich zu schminken. So auf ganz dezent. Guck mal, wie oft ich rübergegangen bin. Guck mal, seht ihr das Ergebnis? Schade. Für die Lippen nehme ich jetzt den Galaxy Lipgloss von Maxim. Okay. Funky, funky, funky. Guck mal. Funky, funky, funky. Ja, das ist halt das Motto Galaxy, ne? Okay, krass. Riecht sehr süßlich, riecht wie so... Mit 15, 16 gab es so Lipglosse mit so Erdbeergeruch, so riecht der. Wenn es Erdbeer ist oder Bubblegum, auf jeden Fall was sehr Süßes. Krass, also er ist schon dickflüssig beim Auftragen, ne? Also so, ne, das musst du halt bedenken. Manche mögen es sehr flüssig, manche dickflüssiger. Obwohl er sehr funky ist, sieht er sehr schön aus auf den Lippen. Also, den kannst du halt trotzdem im Alltag tragen, ne? Obwohl er so leichte Glitzerpartikelchen hat, hat er aber einen schönen Rosé-Ton. Hätte ich nicht gedacht, beim ersten Auftragen dachte ich, wow, was ist denn hier los? Schick. Krass. Ich schaue jetzt einfach mal, ob hier irgendwie... Ich lasse die Mascara trocknen, korrigiere sie, guck mal mit meinen Haaren blau und dann sehen wir uns gleich nochmal und sprechen über den Look. Ja, Diggis, was soll ich jetzt hier... Was soll ich mit meinen Haaren machen? Ich arbeite jetzt den ganzen Tag, ich weiß auch nicht mit meinen Haaren und wie und... Ich dachte, ich mache jetzt einfach sowas. Ja... Ich finde, der Look ist okay. Ich bin halt froh, dass ich ihn echt noch relativ gut retten konnte. Ich finde ihn jetzt... Eine 3- würde ich ihm trotzdem geben. Ich finde ihn halt nicht so krass hübsch, aber ich finde ihn halt nicht so hässlich, dass ich gar nicht in den Spiegel gucken mag. Ich finde halt, lila sind nicht so meine Farben. Zwei solche Striche, finde ich, sehen bei mir jetzt auch nicht so gut aus und auch nicht in matt. Und ja, ist okay. Also, haut mich jetzt nicht so um, aber scheiß mal auf den Look. Schreibt mir trotzdem gerne, wie ihr ihn findet. Interessiert mich auf jeden Fall. Und schreibt mir mal, wie ihr diese heftige Rettung fandet. Komm, ich finde, da dachte ich auch gerade, wow, was denn da passiert? Ja, es geht ja hauptsächlich darum, wie sich der Look im Laufe des Tages macht. Das werden wir nachher abchecken und sehen. Und ich trage den jetzt bis heute Abend und dann sehen wir uns nochmal und dann sprechen wir über die Produkte und was ich empfehlen kann und was nicht und genau, ich freue mich auf euch. Bis später. Ja, Diggis, das ist jetzt der Look am Abend. Wundert euch nicht, ich habe mich umgezogen, ist tierisch heiß hier. Ja, ich freue mich jetzt irgendwie auch, dass ich ihn abschminken kann. Also,
Highlighter, Bronzer, Rouge ist immer noch sehr, sehr schön vom Finish. Das sehe ich auch tatsächlich auf beiden Seiten. Also das werde ich jetzt nur noch so machen mit dem Primer meines Vertrauens bei solchen Videos. Lidschatten ist okay soweit. Also wir hatten auch über 27 Grad jetzt beim Drehen den ganzen Tag. Ich war überrascht, wie heiß das ist. Eyeliner hat sich auch noch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also auch für den Preis und so sehr, sehr cool. Foundation ist halt... für mich persönlich, für meine Haut durchschnittlich. Ich weiß aber, bei öliger Haut ist sie recht gut. Lipgloss hat sich dann nach einiger Zeit verabschiedet. Man hat halt so kleine Glitzerpartikel hinterlassen. Dafür aber auch regelmäßig. Das ist halt auch, meine Lippen glitzern überall so ein bisschen. Das ist nochmal ganz schön. Aber sie glitzern halt nicht hier. Das ist nochmal das Geile. Ja, Concealer... hat nicht wirklich viel gemacht. Kajalstift, Katastrophe. Nach anderthalb, zwei Stunden habe ich schon so wirklich leichte Panda-Augen gehabt, die ich normalerweise korrigiert hätte, aber nicht korrigiert habe wegen dem Video. Mascara habe ich euch ja schon erzählt, also weiß ich nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Produkte. Ich sortiere sie nach Haufen, gut, mittel, doof und was ich wie, warum finde. Wir haben hier einmal die Lash Paradise Mascara. Ja, ich fand, die hat halt gefühlt gar nichts gebracht. Ich fand, sie hat die Wimpern sehr, sehr dünn aussehen lassen, minimal verlängert, kein richtiges Volumen, ganz wenig Länge. Also für den Preis, L'Oreal ist ja auch nicht die günstigste Marke in der Drogerie. Auch nicht die teuerste, aber auch nicht die günstigste. Nee, dann nix. Dieses Ding hat bei meinen Augenbrauen gar nichts in Form gehalten, nicht mal ansatzweise. Also ja, ich habe sehr, sehr borstige Augenbrauen. Es hat aber auch nicht die leichten Augenbrauen in Form gehalten. Und der Kajalstift hat mich leider auch enttäuscht. Er war schon nach zwei Stunden oder so verschmiert. Das fand ich sehr, sehr schade. Also das ist für mich definitiv der schlechte Haufen. Dann haben wir hier einmal den mittleren Haufen. Ich persönlich mag halt diese Silikon-Primer 0. Er war nicht extrem schlecht, er war nicht extrem gut. Er war aber schon, okay. Ihr habt ja gesehen, die Poren waren weg. Es war, sah recht gut aus. Also das ist vielleicht etwas, was ich ungeschminkt nutzen würde, wenn ich einfach einen makelloseren Ton haben möchte. Ich würde halt definitiv Foundation auftupfen, wenn ich den Primer benutze, damit wirklich nichts verschmiert so. Aber für mich persönlich, ja, ich mag halt eher andere, aber ist okay. Dann haben wir hier diesen Conceal and Correct, dieses Gedöns hier von Make-Up Revolution. Ja, ist okay, aber ist nicht mehr mein Favorit als Lidschattenprimer im Vergleich zu früher. War aber trotzdem spannend, dass er trocken aussieht, aber halt nicht trocken ist. Aber war, also, nee, da gibt es einfach mittlerweile andere Lidschattenprimer, die ich mehr mag. Foundation ist okay, hat jetzt für mich persönlich aber nichts, wo ich sage, die muss ich unbedingt behalten. Für ölige Haut ist es nach wie vor eine sehr starke Empfehlung und da mag ich sie sehr, sehr gern und kann sie auch empfehlen und habe viel Gutes gehört. Aber jetzt so... für mich persönlich ist es nicht so. Dieses Dark Circles Ding ist ganz okay, würde ich aber halt auch eher benutzen, wenn ich halt einen natürlichen Make-up-Look mache. Also das ist jetzt nichts für 50 Kilo Make-up, so wie ich das heute hatte, sondern du bist einfach ungeschminkt, willst ein bisschen die Augenringe kaschieren, ist okay. Aber ihr habt auch gesehen, dass es nicht wirklich extrem stark die Augenringe kaschiert. Also wenn man so welche wie ich hat oder noch stärker, wird das Produkt definitiv zu schwach sein. Aber es ist kein Fehlkauf. Dann haben wir hier einmal den guten Haufen. Der Bronzer hat mir sehr schön gefallen. Der hat einen schönen Glow gehabt. Es war leider nicht 100% mein Ton, aber selbst dafür hatte er wirklich ein sehr, sehr schönes Finish. Lidschattenpalette finde ich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut, so auch von den Farben. Man muss halt nur darauf achten, dass man bei manchen schaut, okay, was wünsche ich mir, wenn du jetzt nur komplett krasse, starke Farben suchst, ist das nicht unbedingt deine Palette. Wenn es für dich okay ist, Sachen aufzubauen, ist das was Gutes für dich. Für mich persönlich ist es jetzt allein wegen den Farben nicht so sehr was. Sie hat ja zwei Farben, die ich extrem feiere, aber dafür würde ich jetzt keine Palette behalten, aber für den Preis tolle Lidschattenpalette. Dann der Highlighter hat mir auch definitiv gut gefallen, hat einen schönen Job gemacht, schönen Glow, so kann man gut aufbauen. Lipgloss hat mich sehr positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht, dass er so schön auf den Lippen aussieht. So von der Haltbarkeit war es einfach, ja, Drogeriedurchschnitt muss ich sagen, aber ich bin ja eh nicht so der Lipgloss-Typ, aber vom Finish sehr, sehr schöner, besonderer Lipgloss. Der Rouge von Catrice, den fand ich auch sehr schön vom Ton, vom Auftragen, also das war so ein Airbrush-Finish für mich. Essence Eyeliner hat mich total positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist und so lange hält und man doch wirklich fein damit arbeiten kann. Klar, man muss öfter rein, aber das ist auch ein sehr günstiges Produkt. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie erwarten, dass er so performt wie ein Urban Decay High-End Eyeliner. Setting Spray, sehr schönes Finish, schön miteinander verschmolzen, hat für eine Schönheit gesorgt. Also hat mir auch hier sehr gut gefallen. Und ich finde, im Großen und Ganzen haben sich die Produkte von diesem Video doch gelohnt. So, also die Hälfte war gut und mittel und nur ein kleiner Teil war schlecht. Oder nicht so meins zumindest. Ja, Digis, wenn ihr Erfahrungen mit den Produkten habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, wie eure Erfahrungen sind. Und ich hoffe ansonsten, dass das Video euch sehr gefallen hat. Gebt mal gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mich nicht abonniert habt, macht das sehr gerne. Und ansonsten war es das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.